Per Instagram habe ich eine Nachricht erhalten, ob es denn möglich wäre, dass ich ein Video dazu mache, wie man Lieferungskonto bucht und worauf es dabei ankommt. Und der Bitte gehe ich natürlich gerne nach und wir schauen uns das Ganze kurz mal gemeinsam an. Worum geht es jetzt hierbei? Es geht um Folgendes. Angenommen, wir bestellen Rohstoffe von einem Lieferer im Wert von 1.000 € plus 19% Umsatzsteuer, die dann noch on top kommt. Dann erhalten wir eine Rechnung und normalerweise haben wir immer zwei Optionen. Option 1, beispielsweise Zahlung innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Rechnung. Fertig. Option 2, was oft angeboten wird, Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Rechnung und mit 2% Skonto. Das heißt, ich habe diese Zusatzoption, dass ich eben schneller bezahle und darf dafür dann 2% Skonto erhalte, was bedeutet, ich darf 2% weniger bezahlen. Zuallererst, egal wie ich letztlich bezahle, muss ich diese Eingangsrechnung aber buchen. Also der Ausgangsfall ist, wir kaufen Rohstoffe auf Ziel im Wert von 1.000 € plus die 19% Umsatzsteuer und die Rechnung entweder zahlbar 30 Tage nach Erhalt oder innerhalb von 10 Tagen und ich darf 2% Skonto nutzen. Was bedeutet, ich brauche zuerst einmal meine Konten, also ich brauche auf jeden Fall mein Rohstoffkonto, ich brauche meine Vorsteuer, weil ich einkaufe. Und ich brauche meine Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, denn ich erhalte eine Rechnung. Was nun passiert, ist, dass wenn ich diese Rohstoffe erhalte, mein Rohstoffkonto um 1.000 € zunimmt und da dies ein Aktivkonto ist, macht es das im Soll. Ich muss die Vorsteuer buchen und von 1.000 € sind 19% dann eben diese 190 € und bei meinen Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung verbuche ich meinen Gesamtrechnungsbetrag, also die Summe von 1.190 €. Führt zu dem Buchungssatz 2.000 Rohstoffe 1.000 €, 2.600 Vorsteuer 190 € an 4.400 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 1.190 €. So, jetzt habe ich diese Rechnung erhalten zusammen mit den Rohstoffen und diese verbucht und nun muss ich im nächsten Schritt schauen, wie bezahle ich das und was muss ich bei der Bezahlung beachten? Wir bezahlen natürlich mit diesem 2% Skonto. Wir möchten das also nutzen und nun muss ich vorher kurz schauen, wie wirkt sich das auf meine Beträge aus, denn ich habe ja nun eine Ermäßigung, die ich beachten muss. Also nochmal, mein aktueller Rechnungsbetrag sind 1.000 € plus 19% Umsatzsteuer, gibt einen Rechnungsbetrag von 1.190 €. Jetzt kommt der Skontoabzug ins Spiel. Das heißt, ich kann von diesen 1.190 € 2% abziehen, wenn ich innerhalb von 10 Tagen bezahle. Das sind dann 23,80 €, die ich nicht bezahlen muss und habe dann einen Gesamtbetrag von 1.166,20 €. Diese setzen sich, also diese gesparten 23,80 €, das ist einerseits die Steuer, denn die Steuer betrug bisher 190 €. Davon kann ich jetzt 2% abziehen, also 3,80 € spare ich mir an Steuern und zahle dann eben nur noch 186,20 €. Genauso ist es mit den Rohstoffen. Ich habe einen Wert von 1.000 €, zu denen ich bestellt habe. Aber auch da darf ich jetzt 2% abziehen, also 20 € und bezahle dann effektiv nur noch 980 € für diese Rohstoffe. Und jetzt sieht man hier auch sehr schön, mein gesamter Skontoabzug beträgt 23,80 €, setzt sich zusammen aus 3,80 €, die ich an der Steuer spare und 20 € die ich an dem Rohstoffwert spare. Und jetzt kann ich anfangen zu buchen auf den T-Konten. Das heißt, ich habe diese T-Konten von der Eingangsbuchung, da habe ich die Rechnung verbucht. Und ich brauche zudem jetzt natürlich noch ein Bankkonto, um die Rechnung zu bezahlen. Das heißt, mein erster Schritt ist es jetzt, wenn ich beim Buchen ja, chronologisch vorgehe, dann habe ich diesen neuen Rechnungsbetrag, den ich ja auf jeden Fall bezahlen muss, von 1.166,20 €. Den kann ich jetzt schon mal überweisen. Das heißt, den buche ich bei meinem Bankkonto auf der Habenseite. Jetzt habe ich diese Rechnung bezahlt. Diese Rechnung steht aber immer noch als Verbindlichkeit in Höhe von 1.190 € drin. Das heißt, diese 1.190 € lösen sich damit auf. Damit sich die auflösen, muss ich hier im Soll 1.190 € verbuchen. Ich kann jetzt nicht nur die 1.166 verbuchen, denn ich habe ja den kompletten Rechnungsbetrag im Endeffekt von 1.190 € beglichen, da ich diese Ermäßigung genutzt habe. Und jetzt habe ich erstmal meine Rechnung bezahlt und meine alte Rechnung ausgebucht.
Und jetzt habe ich aber dieses Problem, dass meine Beträge ungleich groß sind. Und das darf eben nicht sein. Ein Buchungssatz muss ja auf beiden Seiten gleich groß sein. Das heißt, meine Habenseite ist aktuell nicht so groß wie meine Sollseite. Es fehlen mir aber ja auch noch Positionen. Beispielsweise rechts oben meine Vorsteuer ist immer noch 190 Euro, die da verbucht sind. Die wird jetzt weniger um 3,80 Euro. Die trage ich hier ein und jetzt habe ich eben noch diesen Rohstoffwert, der nicht mehr 1000 beträgt, sondern nur noch 980. Und den verbuche ich jetzt aber, diese 20 Euro, die dieser Wert abnimmt, verbuche ich jetzt aber nicht direkt in meinem Rohstoffkonto, sondern es gibt ein extra Unterkonto, das nennt sich 2003 Lieferskonti. Dort halte ich diese 20 Euro fest, die ich jetzt eben ans Konto gespart habe, damit ich die separat aufgelistet habe. Und später wird es dann so sein, dass dieses Lieferskonto-Konto wird dann abgeschlossen über mein Rohstoffkonto 2000 und dann kommen die Beträge wieder zusammen. Aber für die Buchung von Skonto halte ich erstmal separat auf dem 2003 fest, dass ich diese 20 Euro dort verbucht habe. Und jetzt geht mein Buchungssatz auf. Jetzt lautet mein Buchungssatz 4400 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, nämlich diese 1190 Euro. An 2800 Bank 1166,20 Euro, also der ermäßigte Betrag. An 2600 Vorsteuer 3,80 Euro und an 2003 Skonti 20 Euro. Und damit geht mein Buchungssatz auf, damit habe ich mein Skonto separat schön auf dem 2003 verbucht und damit macht das hoffentlich alles Sinn. Vielen Dank fürs Anschauen. Gerne etwas in die Kommentare schreiben, sollten noch Fragen sein. Auch über Instagram bin ich natürlich erreichbar. Ich erhalte auch dort viele Nachrichten zu Wünschen oder Anregungen oder sonstiges. Und ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg.